Hallo und herzlich willkommen auf Lyrellner.de, wo wir uns nun eine Aufgabe anschauen, die wir mit Hilfe des sogenannten Horner-Schemas lösen wollen. Das ist genau die gleiche Aufgabe, die wir auch mit der Polynomdivision gelöst haben, nämlich das x hoch 3 plus 2x² minus 5x minus 6 geteilt durch x plus 3. Nun, die Polynomdivision war recht aufwendig und auch sehr fehleranfällig, kann man viele Leistungsfehler machen. Deswegen bietet das Horner-Schema eine wesentlich elegantere Lösungsmöglichkeit. Wie funktioniert's? Man macht erstmal einfach eine Tabelle. Schreibt erstmal einfach die Potenzen hin, x hoch 3, x hoch 2, x hoch 1, x hoch 0 für die Zahl und dann ein Doppelstrich. Und dann schaut man die Gleichung an, die wir lösen wollen, oder beziehungsweise die Polynomdivision, die wir lösen wollen. X hoch 3, wie oft kommt sie vor? Einmal, ein x hoch 3. Wie oft kommt x hoch 2 vor? Das ist gerade 2 x hoch 2, also der Vorfaktor ist 2, schreibe ich hier 2 hin. Minus 5 x hoch 1, oder x, schreibe ich hier minus 5 hin. Und dann minus 6 als Zahl. X hoch 0 ist ja gerade 1, das heißt, minus 6 mal 1, hier kommt einfach minus 6 rein. Wenn das jetzt eine Aufgabe wäre, deren Nullstellen wir ausrechnen wollen, schreibt man hier am Ende noch eine 0 hin. Nun, wie geht es weiter? Also dieses Prinzip ist immer das gleiche, man schreibt die Tabelle hin, dann übernimmt man die Koeffizienten, also diese Vorfaktoren, und dann nimmt man hier unten hin die Nullstelle, die wir geraten haben oder raten wollen. Nun, bei dieser Aufgabe ist es klar, hier steht x durch x plus 3, das heißt, man nimmt an, dass minus 3 eine Nullstelle ist. Das heißt, ich schreibe hier die geratene oder vermutete Nullstelle hin, dann mache ich hier einen Malpunkt, dass es auch klar ist, dass ich hier multiplizieren muss. Diese 1 schreibe ich ab und dann geht es los mit Rechnen. Minus 3 mal 1 ist minus 3 und dann addiere ich die Zahl, die oben drüber steht, minus 3 plus 2 ist minus 1. Und die schreibe ich dann in die nächste Zeile. Nächstes, minus 3, immer von vorne wieder multiplizieren. Minus 3 mal minus 1 ist plus 3. Plus 3 plus minus 5, also minus 5, ergibt minus 2. Und dann zum Schluss, minus 3 mal minus 2 ergibt plus 6. Plus 6 plus minus 6 ist ja gerade minus 6, also 0. Damit haben wir das Horner-Schema gelöst. Und da wir sehen, hier eine 0 steht, wissen wir auch, dass minus 3 tatsächlich eine Nullstelle ist, beziehungsweise dass diese Rechnung aufgeht. Nun, wenn es die Aufgabe war, dass man das hier lösen sollte, beziehungsweise mit Polynomdivision lösen sollte, wie komme ich hier an die Lösung? Ich nehme einfach hier an, in den Spalten, hier steht eine 1 übrig, bei x hoch 2, das ist jetzt einmal x hoch 2 oder einfach nur x hoch 2, minus 1 mal x hoch 1, das heißt einfach minus x, und dann hier bei x hoch 0 an der Zahlenspalte steht minus 2. Also minus 2. Nun hat man in dieser kurzen Tabelle wesentlich einfacher und weniger fehleranfällig als Polynomdivision die gleiche Aufgabe gerechnet, kommt zur gleichen Lösung. Dankeschön.